Naja, da zeichnet sich tatsächlich ein recht eindeutiges Ergebnis ab, wenn wir auf die Zahlen schauen. Die allermeisten, 86%, halten das Anliegen, alle Geschlechter in der Sprache hör- und sichtbar zu machen, für unwichtig. Nur 14% finden es wichtig. Wir hatten die Befragten auch gebeten, ihre Meinung zur Gender-Debatte mit einem Wort zu beschreiben. Und da fielen am häufigsten Worte wie sinnlos oder übertrieben. Und in den Kommentaren haben uns viele geschrieben, dass es in ihren Augen wichtigere Probleme gäbe und das auch beim Thema Gleichberechtigung wie etwa gleiche Bezahlung. Na Claudia, nun ist die Kategorie wichtig und unwichtig das eine, aber akzeptieren die Menschen denn die Verwendung von Gendersprache? Tatsächlich muss man sagen, überwiegend lehnen die MDR-Fragteilnehmer die Verwendung von Gendersprache ab, und zwar in sämtlichen Kontexten. Schauen wir auch hier auf die Zahlen. Im Privatumfeld sind 80% gegen das Verwenden von Gendersprache, in den Medien 74%, im beruflichen Umfeld 71% und an staatlichen Stellen, etwa Behörden oder Ministerien, 68%.